Ja, vom Sommer der Migration in Herbst der Solidarität sind wir angekommen. Dieser Aufstand, der heute auf der Straße stattgefunden hat, das muss in 365 Tagen stattfinden, und zwar überall. Entschuldigung. Heute, vor zwei Wochen, waren wir mit über 30.000 Menschen in Hamburg auf der Straße unter dem Motto United Against Racism. Es war die größte antirassistische Mobilisierung, die es bis dato in Deutschland gegeben hat. Zehntausende waren in München mit ausgehetzt auf der Straße. Fast täglich demonstrieren seit Monaten überall Unzählige für die zivile Seenotrettung und das Recht auf Migration für Seebrücken. Der solidarische Teil der Gesellschaft ist endlich wieder politisch sichtbar und erhebt die Stimme. Wir stehen für etwas, das täglich stattfindet. Nicht in Ministerien, Behörden und Konzernen, wohl aber in vielen Nachbarschaften und Communities, für grenzenlose Solidarität, für die Gesellschaft der vielen. Diese Gesellschaft ist bunt, migrantisch, vielfältig, offen, feministisch, queer, mehrsprachig. Wir, das ist viel größer als viele meinen. Wir sind die Migranten der dritten Generation. Wir sind die Geflüchteten, über die alle so gerne reden. Wir sind diejenigen, die auf ihre Familien warten und auf ihre Rechte. Wer heute gegen den Rechtsdruck kämpfen will, sollte es nicht nur für uns tun, sondern mit uns. Täglich gehen endlich Tausende auf die Straße. Das ist großartig und macht uns allen Hoffnung. Und trotzdem, das allein wird nicht reichen. Die vielen auf den Straßen, wir alle sollten uns klar darüber sein. Es geht nicht mehr darum, an die Politik zu appellieren, Teddybären zu verteilen oder Herz statt Herzaufkleber. Es geht nicht darum, eine gute alte Zeit gegen die AfD zu verteidigen oder darauf zu hoffen, dass alles von alleine gut wird. Wir befinden uns in europaweit in einer Phase der rechten und autoritären Transformation. Diese Transformation bricht nicht von außen über die Gesellschaft herein. Im Gegenteil, Regierungen, die sogenannte Mitte der Gesellschaft, Polizei und Justiz sind nicht selten wesentliche Akteure des Rechtsdrucks. Wenn wir heute hier stehen und sagen, dass wir unteilbar sind, dann müssen wir daher auch klar und deutlich sagen, wer uns spaltet und teilt. Nicht nur neue rechte Parteien, sondern die Regierungen, die Ausländerbehörden, Frontex und die Polizei. Das haben wir gemeint, als wir in Hamburg United Against Racism sagten. Rassismus ist nicht nur das Geschäft von Neonazis und AfD. Rassismus ist ein Gesamtpaket. Rassismus entscheidet darüber, wer auf dem Mittelmeer gerettet wird und wer nicht. Rassismus entscheidet darüber, wer ein Recht auf Familienleben und auf einen Alltag ohne Angst hat. Wir wissen, dass der rechte Mob uns den Krieg erklärt hat. Wir wissen aber auch, wer Abschiebungen anordnet und durchführt. Wir wissen genauso gut, wer unsere Freunde und Familien im Mittelmeer ertrinken lässt. Und wir kennen den Namen des Mannes, das vielen das Leben geraubt und das Zuhause zerstört hat. Machen wir uns nichts vor. Wir müssen nicht nur appellieren und fordern, sondern kompromisslos Menschen schützen und um unsere Rechte kämpfen. Es ist wichtig, dabei nicht bitter und verbittert zu werden. Es ist gut, dass wir vor zwei Wochen in Hamburg oder heute in Berlin uns selbst und die Gesellschaft der vielen feiern. Aber ebenso wichtig ist es, dass unteilbar mehr bedeutet, als einem Tag im Oktober gegen die AfD zu demonstrieren. Sich nicht teilen und spalten zu lassen, heißt heute, sich gegen Europas Regierungen zu stellen und sich gegen sie zu verteidigen. Jeden Tag. Wir brauchen mehr als Symbole und Zeichen. Wir brauchen einen Aufstand der Solidarität jeden Tag und überall. United Against Racism!